Hallo, mein Name ist Roman Karlczyk und es freut mich, dass ich euch heute wieder etwas zeigen kann. Heute geht es um die XH2, nicht um die XH2S, die gibt es ja schon länger auf dem Markt. Heute ist der Verkauf statt gewesen von der XH2. Die XH2 unterscheidet sich ja von der Fuji XH2S dadurch, dass sie 40 Megapixel hat, also eine größere Auflösung, dass sie 6K-Videos machen kann, 8K-Videos machen kann. Also alles das bringt die Kamera jetzt mit und jetzt ist es auch soweit, es ist das Serienmodell zu haben. Wir haben das Problem jetzt gehabt, dass viele über die XH2 gesprochen haben, einige haben sogar ein Gerät schon in der Hand gehabt, aber das waren alles Vorprodukte, das waren alles Prototypen. Und diese Prototypen haben natürlich auch ihre Fallstricke, da gibt es noch keine finale Firmware drauf, da gibt es eigentlich noch einige Probleme, die natürlich durch die Rückmeldung derjenigen, die das Produkt im Testen durften, ausgemerzt sind. Heute verfügen wir über das Serienmodell, über die finale Firmware auf diesen Serienmodell und ich bin gespannt, ob Fuji hier alle ihre Ankündigungen sozusagen ja, erfüllen kann. Hauptsächlich geht es mir heute in der Darstellung darum, 40 Megapixel. Erstens habe ich einmal mich für drei Objektive entschieden, die keine Originalobjektive sind. Was bedeutet, dass ich fotografiere hier mit den Sigma-Objektiven, mit der 3er-Serie, mit der X-Mount-Serie von Sigma, als Test, ja, weil es geheißen hat, vielleicht ist es für die Sigma-Objektive gar nicht möglich, diese 40 Megapixel aufzulösen. Das möchte ich heute testen und dafür habe ich mir ein ganz spezielles Set ausgesucht und dieses Set ist ein Barock-Set. Ja. Deswegen, die Überlegung war dahingehend, dass wir gesagt haben, wir möchten ja Detailgenauigkeit herausfinden, wir möchten die Auflösung herausfinden. Das heißt, im Barocken, ihr wisst, da gibt es Stickereien, da gibt es ja, ein Krönchen, Schmuck, also wir haben da keinen echten Schmuck. Ja. Aber man soll doch dann sehen, wenn man dann in das Bild hineinzoomt, wie gut ist die Auflösung dieser Kamera. Und bleibt das Bild auch rauschfrei? Das interessiert uns natürlich brennend. Ich wünsche euch viel Spaß beim folgenden Video. Dieses Video wurde von niemandem gesponsert. Dennoch möchte ich mich bei Wien Digital Store bedanken. Für die gute Beratung, für die verlässliche Abwicklung und das gute Service. Noch ein Tipp zum Schluss für alle die, die neue Hardware testen wollen, bevor sie sie kaufen. Schaut mal im Digital Rent Store vorbei. Ja, hallo, ich bin der Matthias, der Eigentümer vom Solspace Studios. Das ist mein Studio, wo wir heute filmen. Ich bin fokussiert auf Businessfotografie, Menschen, Porträt, Veranstaltungen, generell alles, was mit Menschen zu tun hat. Bin heute schon sehr gespannt auf die Resultate von der Fuji. Haben mir immer sehr gefallen, die Fuji-Kameras, aber selber nie damit gearbeitet. Und es wird interessant, was das Ergebnis heute ist. Jetzt geht's los. Ja. Okay. Nochmal vor Anfang vermutlich. Okay. Passt. Hallo, mein Name ist Marlies, ich bin die Visa in der Angelegenheit. Also ich bin für der Frauke ein wunderbares Gesicht zur Ständigkeit. Ja, ich bin dabei, weil das einfach ein Projekt ist, was man nicht jeden Tag macht. Und das taugt mir recht, dass dann auch wahnsinnig liebe Leute da halt. Und ja, also falls irgendwer einmal was braucht oder so, ich bin da. Super. Toll. Das ist wirklich cool. Ich glaube, so kann man ein bisschen verdeutlichen, welche hohe Auflösung diese Kamera hat. Machen wir ein Close-up. So, das war jetzt das 56 mm von der Firma Sigma. Ich möchte mit euch einmal zusammen die Ergebnisse aus diesem Shooting durchsehen und wir beginnen hier gleich mal mit dem Sigma 56mm 1.4. Ich habe da ein bisschen mehr die Blende zugetreten, nicht weil es unscharf war, sondern ich wollte eine gewisse Tiefenschärfe erreichen, damit ich hier euch zeigen kann, wie gut dieses Objektiv funktioniert. So, jetzt gehen wir mal ins Detail ein. Schauen wir mal kurz da rein bei der Dolly. Ja, und ihr seht diese hohe Auflösung in Verbindung mit dem Objektiv, ich finde es perfekt. Und ich glaube, da gibt es jetzt keinerlei Zweifel mehr, ob diese Sigma-Serie, die für die X-Mount-Serie gebaut worden ist,
unscharf sei bei 40 Megapixel. Da gibt es keinen, also ich habe keinen Anhaltspunkt, dass das so wäre. Schauen wir uns die nächsten Bilder an. Auch hier, also von Bild zu Bild. Erstens, der Augenfokus funktioniert, ich sage einmal, mindestens doppelt so gut wie bei den bisherigen Modellen. Da hat sich wirklich viel getan. Ja. Also ich habe auch mit Sonys geschossen und ihr wisst, ich habe eine Reihe von Herstellern schon hinter mir. Aber da hat wirklich Fuji volle Leistung draufgegeben. Also auf diesen Augenfokus, muss ich sagen, bin ich komplett begeistert, was sich da abgespielt hat. Also ich bin nur immer beim 56mm Sigma und ihr seht die Auflösung. Da braucht man nicht nachdenken, ob das 40 Megapixel schafft. Also möchte ich an dieser Stelle sagen. Und das wäre es einmal schon, das nicht immer wieder zu wiederholen, weil es doch einige Verwirrung gegeben hat, ob diese günstigeren Objektive das überhaupt können. Ja. So, gehen wir mal weiter in der Betrachtung hier. Ja, so, auch hier sitzt von Ergebnis zu Ergebnis. Es passt einfach. Wenn du nur so bleibst, also musst du nicht einen Fries machen, aber so in dieser Position. Ich wechsle jetzt nämlich die Optik, um zu zeigen, dass mit einer anderen Optik von einer anderen Firma, nämlich von der Firma Fuji selber, ein anderes Ergebnis eigentlich gibt. Passt einfach, ja. So, jetzt suche ich einmal das 56mm, das neue 56mm 1.2 WR heraus. Das ist hier. Ja? Also ihr seht es auch hier. Ich meine, brauche auch nichts sagen. Hohe Auflösung, voll schön. Was mir ein Unterschied jetzt bei der Pre-Production oder bei der Nachbetrachtung auffällt, das fällt mir auf dem Display natürlich nicht aufgefallen, weil ich ja nicht die Bilder nicht nebeneinander stellen konnte. Aber was mir aufgefallen ist, worin unterscheiden sich diese zwei Objektive? Gut, wir haben ein Objektiv, das kostet mehr als 1000 Euro, das ist das Originalobjektiv. Wir haben hier das Sigma 56mm, das wirklich einen tollen Preis hat. Also ein Drittel von dem, was das Originalobjektiv kostet. Aber worin liegt jetzt der Unterschied? Warum könnte man oder sollte man oder möchte man zu diesem Objektiv schneller greifen als wie zum Sigma? Nun, ihr habt es gesehen, in der Schärfe gibt es ja da keinen Unterschied. Also von Schärfenauflösung her, da muss ich sagen, da braucht man nicht drüber nachdenken. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich versuche es jetzt einmal wieder. Vielleicht gelingt es mir auch. So. Und jetzt ziehe ich einmal da dieses Sigma rein. So, und jetzt, glaube ich, erkennt ihr, klarerweise, das sind verschiedene Größen jetzt da, aber schaut mal über das hinweg, schaut euch einmal die beiden Bilder an. Ja. Hier habt ihr, also mir kommt vor, dass es dieses Fuji-Objektiv mehr Wärme liefert, mehr Wärme. Ja. Ich kann es nicht anders aussagen. Ihr seht hier relativ blau, nicht blaustichig, aber relativ hell und weiß. Ja. Und hier habt ihr eine schöne Hautfarbe. Ja. Also das ist das Glas, das verarbeitet worden ist. Und das Sigma-Glas ist nicht schlecht. Nur, wenn man es jetzt nebeneinander betrachtet, ich glaube, dass vielen dieser Look besser gefällt als dieser Look, wenn er es im Vergleich hat. Wenn er es einzeln sieht, glaube ich, gibt es da nicht sehr viel Unterschied. Ne? Sicherlich kann ich bei diesem Glas, also beim Sigma-Glas, noch dann in der Pre-Production, in der Nachbearbeitung, Wärme nachgeben. Das ist ja kein Thema. Ne? Aber hier habe ich es vom Start weg. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied in den Gläsern. In der Haptik, das habe ich auch während des Shootings immer wieder gesagt, ist natürlich das Sigma-Glas, ja, aufgrund dessen, dass man auf der Kamera faktisch Blende einstellen kann, also nur auf der Kamera Blende einstellen kann, aber das Glas von Fuji diesen Blendenring hat, das ist jetzt eine Haptik-Sache, ja. Klar gefällt mir das besser, wenn ich die Blende vorne am Objektiv sofort verändern kann, weil das bin ich gewohnt. Also als Fujianer, der ständig mit Fuji-Produkten herumtaut hat, ist man das gewohnt, dass man da einen Blendenring findet. Ja? Von der Haptik her. Aber noch einmal, wer sagt, ich möchte ein scharfes Objektiv ist gut, ich möchte ein Objektiv, das den 40-Megapixel-Sensor bedienen kann, der kann durchaus das Sigma 56mm, und ich zeige euch jetzt noch die anderen zwei Objektive, nehmen. Ja, da ist ich hätte da keine Bedenken, diese Bilder auch meinen Kunden abzuliefern. Ja, ich hätte überhaupt keine Bedenken. Ja. Wie gesagt,
da gibt es halt vom Glas her schon ein weicheres Aussehen. Also ich sage mal, es ist ein bisschen wärmer. Ne? Mit den ersten Tests mit diesem Objektiv bin ich schon drauf gekommen, dass es tatsächlich vom Kontrast her Unterschiede gibt zwischen den Objektiven. Beide Objektive lösen hervorragend auf. Der Vorteil von diesem 56mm Objektiv von Fuji ist eben der Blendenring, den man hat, der für mich natürlich das Nonplusultra von der Haptik her ist. Und durch das Glas ist meines Erachtens ein wesentlich höherer Kontrast. Wesentlich, naja, ich will es nicht übertreiben, aber es ist doch ein höherer Kontrast möglich. So, jetzt ist es 56er Originalobjektiv von Fuji. Trägt unheimlich gut, also das Auge wird sofort gefunden. Und wie gesagt, das ist ganz toll. Ja, super. Ganz super tolle. So. Auch schwierige Situationen. Das Auge wird gefunden. Ganz hervorragend. Ich mache wieder Close ab. Jetzt möchte ich euch noch andere Brennweiten zeigen, nämlich das 16mm. Gut, mit dem 16mm im Studio tut man sich relativ schwer, weil es, wie gesagt, ich habe mich ja da ausgerichtet, dass ich die Frauke Dollinger immer im Porträt abbilde oder beziehungsweise so, dass sie das Ganzkörperaufnahmen, also im Bildausschnitt drinnen sind. Aber ich wollte es einfach probieren. Ja, und ihr seht es auch hier. Es ist eine tolle Auflösung. Diese 16mm für den X-Band hat eine absolut tolle Auflösung. Also da gibt es für mich jetzt nichts zum Nachdenken. Diese Objektivserie, ja, schauen wir uns vielleicht ein paar an, vielleicht habe ich ein anderes noch hier, das. Diese Objektivserie von Sigma, ja, die ist klasse. Die ist einfach klasse und echt, da kauft man sich kein Einsteiger-Objektiv, ja, wo man sagt, ja, das hat gewisse Abstriche hin und her. Die funktionieren. Und jetzt das 30mm. Auch beim 30mm, ihr seht, löst absolut toll auf. Ja. Also gibt es keinen Zweifel, dass diese Serie, diese X-Mount-Serie von Sigma nicht schaffen würde, hier professionelle Ergebnisse zu liefern. Ja. Das ist einfach so. Die können das. Ja. Und wer in ein X-Mount-System einsteigt, ja, der kann ruhig zu diesen Objektiven greifen. Ich sage es noch einmal dazu, der Unterschied ist meiner Ansicht nach, und das ist dem jetzt Geschmackssache, in der Haptik, ja, und in dem in diesen weichen, warmen Tönen, die das Glas scheinbar von Fuji liefert. Ja. Fuji hat da sicherlich viel Zeit gehabt, das für ihre Sensoren zu optimieren, hat sich da viel Mühe gegeben. Bei Sigma ist es so, Sigma baut ja für viele Kameras Objektive. Ja. Und wenn einmal ein Objektiv da ist und das ganze Layout feststeht, dann kann man da ziemlich sicher sein, dass das jetzt einmal funktioniert auf allen Kameras. Ja. Aber es gibt halt Unterschiede im Glas. Und wenn ich sage, nein, ich habe eine schmale Geldbörse, dann bitte greift es eher zu den Sigma-Objektiven und versucht es dann in der Pre-Production, diesen Farbton, wenn euch gefallen hat natürlich, also vorausgesetzt, er gefällt euch, diesen Farbton einfach selber dem Bild zu geben. Ja. Und wir haben wieder 30mm, ihr seht es. Also, das sind alles JPEGs. Ja. Also ich sage es noch einmal, das sind JPEGs, die sind unbearbeitet. Ja. Das ist nur das, was aus der Kamera rausgekommen ist, weil ich wollte, dass ihr den Eindruck habt, okay, funktioniert das Objektiv, funktioniert die Kamera in der hohen Auflösung, und ich glaube, beides kann man mit Ja beantworten, und damit komme ich jetzt mal zu meinem Schlusswort.
Also mein Schlusswort ist Begeisterung. Begeisterung über das Design dieser Kamera, Begeisterung über die Funktionalitäten dieser Kamera, Begeisterung einfach, wenn man sich das Bild anschaut. Ja. Also es gibt nichts Negatives derzeit darüber zu sagen. Es war ein Riesenaufwand, jetzt dieses Video zu machen. Ich habe mir das wirklich mit allen ausmachen müssen, dass wenn ich die Kamera noch bekomme am Tag der Lieferung, dann komme ich nach Linz. Linz liegt von mir aus gesehen ungefähr 140, 150 Kilometer entfernt. Ja, ich fahre dort ein dreiviertel Stunden hin, habe dort um an der Studie gehabt. Das habe ich nur gemacht, weil die Frau Gedollinger in Linz ist und auch die Visagistin in Linz ist. Und netterweise hat die Frauke wieder den Matthias kennt und der Matthias hat gesagt, ja, okay, könnt ihr vorbeikommen. In dieser Zeitrahmen habe ich niemanden, wo ich ein Business-Shooting machen muss. Wir haben uns dort getroffen, wir haben dort das Set aufgebaut. Es hat alles von vorn bis hinten geklappt. Ich habe meine Fotos, bin jetzt wieder runtergefahren, habe jetzt das Video geschnitten und bin einfach so gut drauf, dass ich es euch zeigen möchte und auch sagen möchte, wenn jemand vor der Wahl steht oder wenn sich jemand schon eingeplant hat, ja, die XH2 zu besorgen und er hat noch keine X-Mount-Objektive. Dann würde ich ihm auf jeden Fall für die schmale Geldbörse natürlich raten, die Sigma zu nehmen. Also diese drei Sigmas, das 16mm, 33 und 56 decken dir in der Festbrennweite einmal alle Brennweitenbereiche, die man so brauchen kann. Interessant ist natürlich auch, dass jetzt der Tamron schon für diesen X-Mount etwas produziert. Ein Zoom-Objektiv, das könnte man sich auch mal anschauen, das werde ich mir auch mal anschauen, rein aus Interesse. Ja. Was ich nicht verheimlichen möchte, ist, dass wir irgendwann diese 56mm WR, also diese 1.2 von Fuji in meiner Fototasche drinnen sein wird. Ja, das spüre ich schon, weil einfach die Haptik rund ist. Ja. Wie gesagt, diese mit dem Blendenring vorne, das kann sich vielleicht einer nicht vorstellen, der immer eine Kamera gehabt hat ohne Blendenringe. Ja. Aber für mich ist es irgendwie von der Haptik her, wenn du so eine Kamera hast, einfach dabei. Und nachdem ich lange Zeit mit Fuji schon schieße und immer diese alten Objektive gehabt und auch auf der GFX Blendenringe habe auf meinen Objektiven, ist man einfach gewohnt. Ja, man greift schneller hin. Klar kann man da drehen, ja, ist keine Frage, aber man greift schneller hin und es ist für mich in der Haptik einfach einfacher zu handhaben, sagen wir so. Das ist aber mein Ding. Ja. Was ich mir noch ansehen werde, ist der zugehörige Funktionsgriff unten, also diese Verlängerung mit Akku und mit dem Teil, dass man tethern kann über Ethernet und dergleichen. Das sehe ich mir auch noch an. Seid gespannt, es geht weiter. Es wird jetzt mehr Fuji-Beiträge wahrscheinlich geben. Ich bin hellauf begeistert noch einmal und ich freue mich auf das nächste Video und wenn ich euch wieder etwas über diese Kamera erzählen kann. Bis dann, euer Roman Karolczyk. Ciao, salut, servus.